du machst ja ein Festival, weil du jedes Jahr was Neues haben willst. Und das kommt irgendwie zusammen. Also da kommen Menschen hin, die haben den Wunsch, eine Gemeinschaft zu erleben. Die wollen nicht ihren schrottigen Alltag vergessen. Also viele Politiker kommen so zu mir und sagen, ja, die gehen ja auf Festivals, um ihren komischen Alltag zu vergessen. Das Gegenteil ist der Fall. Die erinnern sich an etwas, wie es eigentlich sein kann. Weil ich weiß nicht, wer von euch in den letzten 5 Jahren mal auf einem Festival war. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind auf allen Festivals gleich. Ob du jetzt in Österreich bist oder in Deutschland oder in, weiß ich nicht, Finnland. Viele Menschen kommen zusammen, sind in sehr extremen Situationen, also experimentieren mit Liebe, mit Sex, mit Drogen, mit allem, was da ist. Aber es passiert ganz wenig. Es gibt wenig Vergewaltigung, es gibt wenig Rassismus. Also irgendwie ganz viel von den Dingen, wo wir uns in der Gesellschaft wahnsinnig abmühen, funktionieren da auf eine Art. Also du kannst kein xenophobes Festival machen, das funktioniert nicht. Da machst du was anderes, aber es ist dann kein Festival mehr. Und dieses Labor einer neuen Gesellschaft, das, daran arbeiten wir uns ab. Und es ist so ein bisschen wie so ein, na, so Zirkeltraining, fand ich ein stimmiges Beispiel, weil so wie beim Zirkeltraining sagst du, oh, jetzt muss ich wieder irgendwie Inklusion machen. Das finde ich immer voll scheiße, aber ich mache jetzt hier ein bisschen Inklusion. Und danach kommt dann das Gender-Thema, das mag ich gar nicht, aber ich weiß, wie wichtig es ist, ich komme so durch und dann kommt wieder das Grüne und da weiß ich wieder, wie bei so einem Zirkeltraining, da geht man so durch und macht das ein paar Mal, am Anfang hat man wahnsinnige Schmerzen, aber wenn man das 3-4 Mal gemacht hat, Cross-Training heißt es ja heute, Zirkeltraining, also wenn man 3-mal Cross-Training gemacht hat, irgendwann denkt man so, boah, da passiert was mit mir. Und ich glaube, das ist das Schöne, ne? Du gehst dahin für 3 Tage und du kommst als andere Person wieder.